verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hört mal, wie ich jetzt sage. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, jetzt geht's. Schönen guten Abend, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielen Dank, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Aber Sie wissen, mit dem Verkehr ist das manchmal etwas schwierig auf den Autobahnen. Also schönen Dank dafür, dass Sie so viel Geduld hatten. Ich bin heute Abend hierher gekommen, um dafür zu werben, dass Sie bei der Landtagswahl, es wird Sie nicht überraschen, die Linke wählen. Ja. So werden Sie sagen, alle Parteien kommen her und werben dafür, dass man sie wählt. Also muss ich begründen, warum man die Linke wählen soll und nicht die anderen Parteien. Das will ich versuchen, und ich will versuchen, Sie davon zu überzeugen. Ich will nämlich einige Argumente vortragen, die die anderen Parteien nicht vortragen. Und Sie können dann prüfen, ob unsere Argumente richtig oder falsch sind. Erstes Argument: Wir verstehen uns als demokratische Erneuerungsbewegung, und wir sagen, dass die anderen Parteien in diesem Sinne sich nicht als demokratische Erneuerungsbewegung verstehen können. Was meine ich damit? Wenn über Demokratie gesprochen wird, dann wird immer die Frage vergessen: Was ist eigentlich Demokratie? Man kann für Demokratie werben und etwas ganz Unterschiedliches meinen. Wir haben eine eigenwillige Definition von Demokratie, die Sie auch nicht in den Medien lesen und die Sie auch nicht in den Programmen anderer Parteien lesen. Und diese Definition heißt: Wir können dann von einer Demokratie sprechen, wenn in einer Gesellschaft sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und nun will ich Sie überraschen: Wenn beispielsweise, wie das seit Jahren bei uns der Fall ist, die Löhne real sinken, wenn die Renten real sinken und wenn die sozialen Leistungen zurückgefahren werden, dann werden alle zustimmen, dann sind wir nicht in einer Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Das heißt, wir haben keine demokratische Gesellschaft. Wenn die eine oder andere von Ihnen überrascht ist über diese Analyse, dann braucht er ja nur sich umzuschauen oder ins Fernsehen zu schauen, was in Europa passiert. In Europa haben wir derzeit einen Abbau der Demokratie überall. Und zwar einen direkten Abbau, nicht nur über Sinken von Löhnen und sozialen Leistungen, sondern dadurch, dass die Regierungen keine Legitimation mehr haben. In Griechenland beispielsweise. Oder in Portugal kann man das auch sehen. Oder in Italien. Warum? Weil die Regierungen mittlerweile von denen berufen werden, die herrschen. Demokratie heißt ja Volksherrschaft. Und da würde man vermuten, dass das Volk die Regierungen einsetzt. Aber in Südeuropa geht das schon ehrlicher zu. Wir, die Linke, wir reden davon, dass wir nicht in einer Demokratie leben, sondern in der Diktatur der Finanzmärkte. Und der Beweis... Und der Beweis ist ja sofort zu sehen, wenn man eben nach Südeuropa blickt. Dort haben wir ehemalige Banker, die eingesetzt werden als Regierungschefs. Das ist in Griechenland so, das ist in Italien so und das ist mehr oder weniger jetzt in den anderen Staaten auch so. Das kann ja auch dadurch geschehen, dass Regierungen abgelöst werden und Regierungen drankommen, die den Banken und der Finanzwelt wieder genehm sind. Und da ist der erste Punkt, den ich machen möchte, um Sie zu bitten, die Linke zu stärken. Wir sind die einzige politische Kraft in Deutschland, die den Mut hat zu sagen, wir leben gar nicht in einer Demokratie, weil sich die Interessen der Gesellschaft nicht durchsetzen. Wir sagen als Einzige, wir leben unter einer Diktatur der Banken und wir wollen, dass sich das ändert. Wir wollen wieder, dass das Volk sagt, wo es lang geht und nicht die Banken oder die Finanzwelt. Zweiter Punkt. Wenn Sie jetzt hören, was die anderen Parteien sagen, dann beklagen alle Parteien die Leiharbeit. Alle Parteien reden mehr oder weniger, jetzt auch die CDU, ja sogar die FDP, über den Mindestlohn. Und alle Parteien reden auch über ungesicherte Arbeitsverhältnisse. Aber keine dieser Parteien hat ein durchgreifendes Konzept, wie das vielleicht geändert werden könnte. Zunächst einmal muss man sich ja daran erinnern, dass die Gesetze, die das alles ermöglicht haben, nicht vom lieben Gott gekommen sind, sondern sie sind zunächst einmal von den Parlamenten gemacht worden. Und das sage ich gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen, wenn Sie vor einer Wahl stehen,
SPD und Grüne tun jetzt so, als hätten sie mit der rot-grünen Regierung nichts zu tun gehabt. Sie in Berlin einmal die Leiharbeit beispielsweise ermöglicht hat. Die rot-grüne Regierung hat der Leiharbeit Tür und Tor geöffnet. Das dürfen Sie nicht vergessen, denn Leiharbeit ist eine moderne Form der Sklavenarbeit und wir dürfen uns niemals mit dieser Entwicklung abfinden, meine geehrten Damen und Herren. Und was uns so empört, ist, dass alle anderen darüber reden. Dabei bräuchte man im Bundestag einen einzigen Satz einzubringen. Der Satz hieße, Leiharbeit ist in Deutschland verboten. Da braucht man keine Beratung und gar nichts. Man muss dann nur die Hand heben, um dieses Gesetz dann auch zu beschließen. Und die Linke ist die einzige Kraft, die die Hand hebt. Alle anderen reden davon, sie tun aber nichts dagegen. Das ist der zweite Grund, warum sie die Linke stark machen müssen. Oder nehmen Sie Hartz IV. Ich höre und lese jetzt alle Reden über Hartz IV. Und alle sagen, ja, bei Hartz IV müsste man ja irgendetwas tun. Das ist ja schlimm, dass die Leute, das Alleinerziehende beispielsweise mit Hartz IV zurechtkommen müssen. Aber es ist ja wiederum die Frage, woher ist denn Hartz IV gekommen? Und warum ist das bis zum heutigen Tage nicht geändert? Warum haben wir bis zum heutigen Tage die Bestimmung, wenn du arbeitslos wirst, musst du jede Arbeit annehmen, egal wie sie bezahlt ist oder egal was für eine Ausbildung du hast? Früher war das ganz anders, da hieß es im Arbeitslosengesetz, da hieß es, du musst nur die Arbeit annehmen, die in etwa deiner Qualifikation entspricht und die in etwa deiner früheren Bezahlung entspricht. Die neue Bestimmung führt dazu, dass immer niedrigere Löhne angeboten werden. Und deshalb bleibt die Linke als einzige Partei dabei und sagt, Hartz IV muss weg. Wir werden uns damit nicht abfinden. Und das ist auch so ein Feld, wo alle anderen drüber reden, aber sie tun nichts dagegen. Man könnte ja das ja einfach sagen, dieser Abschnitt, wo steht, du musst jede Arbeit annehmen, egal wie sie bezahlt ist und egal wie du qualifiziert bist, wird gestrichen. Brauche ich auch keine ewige Beratung, brauche ich auch keine endlosen Debatten. Das kann ich in einer Stunde erledigen. Nein, es geschieht nicht. Bei der Leiharbeit, um das nur einmal zu sagen, kann man etwas feststellen, was unsere heutige Zeit prägt. Die Tatsache nämlich, dass die sogenannte Individualisierung dazu geführt hat, dass man mit sich selbst beschäftigt ist. Vielleicht noch mit dem, was direkt um einen herum passiert, aber das war es dann auch schon. Und dass man im Schicksal anderer viel zu wenig Anteil nimmt. Und deswegen wünsche ich mir manchmal, die würden also erfahren, was bestimmte Arbeitsbedingungen bedeuten. Ja, ich wünsche mir manchmal, dass es beispielsweise das Institut des Leihabgeordneten gäbe, der also für die halben Diäten arbeiten müsste. Ich wünschte mir das, dann würden die wach werden und dann würden sie kapieren, was da eigentlich passiert. Das, was mit diesem Fremdort prekäre Arbeitsverhältnisse bezeichnet wird, das ist eine Fehlentwicklung des Denkens und Fühlens in unserer ganzen Gesellschaft. Kommt auch daher, dass man in der heutigen Zeit immer von Arbeitsmarkt spricht. Da kriege ich ja schon Gänsehaut. Als ich früher als Schüler, ich habe in der Eifel, war ich die Schule besucht, da ging ich manchmal am Viehmarkt vorbei. Da tat mir das Vieh schon immer leid. Viehmarkt hat mich schon, wenn man so will, als jungen Menschen abgestoßen, dieses Wort. Aber Arbeitsmarkt, ja grässlich, wer wird denn da als Ware feilgeboten? Und das ganze Denken führt dann dazu, dass man meint, Löhne müsse man behandeln wie Gurken oder Kartoffeln. Das ist eine schlimme Fehlentwicklung unserer Gesellschaft. Bei den Löhnen geht es um einzelne Menschen und deshalb kann man die Löhne nicht dem Marktpreis geben und die Niedrigkonkurrenz zulassen, sondern wir brauchen den gesetzlichen Mindestlohn. 10 Euro die Stunde. Das ist unsere Forderung. Und jetzt werden Sie sagen, ja, die anderen Parteien fordern das auch. Ja, das stimmt. Sie reden darüber, aber sie tun seit vielen, vielen Jahren nichts oder das Gegenteil. Insbesondere die SPD. Wir hatten von 2005 bis 2009 eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für den gesetzlichen Mindestlohn. Wir haben als Partei Die Linke immer wieder den Antrag gestellt. Abgelehnt hat immer wieder die SPD. Ich bitte Sie, das in Erinnerung zu haben. Dazu kam, dass eben jetzt im Bundesrat
gerade der gesetzliche Mindestlohn wieder beantragt worden ist und die großen Koalitionen, also die Koalitionen aus CDU und SPD, haben das im Bundesrat alle abgelehnt. Und damit Sie wissen, wie sich das so schlecht entwickelt hat, sage ich etwas aus meiner Heimat, dem Saarland. Dort gibt es eine Mehrheit SPD-Linke. Die SPD könnte den Ministerpräsidenten stellen, aber sie hat so viel Angst davor, vielleicht einmal den Reichen die Stirn zu bieten, vielleicht einmal der Wirtschaft die Stirn zu bieten, dass sie lieber zur CDU ins Bett gekrochen ist, statt eben mit uns eine linke Regierung zu bilden. Und so... Und so kriegen wir niemals den gesetzlichen Mindestlohn. Das ist ein weiterer Grund, um Ihnen zu sagen, bitte fallen Sie auf die faulen Sprüche nicht herein. Ich höre manchmal, dass hier etwa meine ehemalige Partei, die SPD, sagt, wir dürfen kein Kind zurücklassen. Ich gehöre nun zu den Menschen, die manchmal übersetzen, dann auch noch nachdenken. Und sich die Frage stellen, ja, lassen die denn wirklich kein Kind zurück? Und dann kriege ich dann irgendwann die kalte Wut. Wer hat denn Hartz IV verbrochen und die alleinerziehenden Mütter mit ihren Kindern dann zurückgelassen? Brüder. Wer hat denn die Leiharbeit verbrochen und die Väter und Mütter eben mit einem solch niedrigen Lohn zurückgelassen? Brüder. Wer hat denn die ganzen Steuersenkungen beschlossen? Senkung des Spitzensteuersatzes, Senkung der Gewinnbesteuerung, Abschaffung, wenn man so will, der Regelbesteuerung bei Zinsgewinnen und so weiter. Wir hatten das alles gemacht und damit das ganze Volk zurückgelassen. Lassen, damit wir nicht genügend Geld haben, um die Schulden zu finanzieren. Fallen Sie bitte nicht auf diese dummen Sprüche herein. Wer Leiharbeit befürwortet, Hartz IV befürwortet, den Mindestlohn nicht einführt, der lässt viele, viele Kinder zurück. Alles andere sind dumme Sprüche. Fallen Sie nicht darauf herein. Nun möchte ich nur etwas sagen, warum die Machtstrukturen in der Gesellschaft so sind und möchte Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal der Partei Die Linke sagen. Wählen Sie uns bitte aus dem Grund, weil wir die einzige Partei sind, die eine ganz platte Frage stellt. Nicht nur, was ist Demokratie? Wir stellen auch die Frage, was ist Eigentum? Damit können Sie die bürgerliche Gesellschaft erschrecken. Gehen Sie mal in irgendeine Diskussion und sagen Sie, wenn ein CDU-Politiker da redet oder ein FDP-Politiker oder ein Sozialdemokrat oder ein Grüner, ja, sagen Sie mal, Herr Kollege, was ist eigentlich Eigentum? Was ist das? Und jetzt gebe ich Ihnen mal eine ganz revolutionäre Antwort. Eigentum nach unserem Verständnis ist das selbst erarbeitete. Eigentum entsteht durch Arbeit, sagen wir, und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Das ist die Kernfrage unserer Gesellschaft. Was haben wir in der heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auszusetzen? Wir haben auszusetzen als Partei Die Linke, die einzige Partei, den Tatbestand, dass große Vermögen nicht durch eigene Arbeit entstehen, sondern dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Manchmal in der dritten, vierten Generation, ohne einen Finger zu krümmen, werden Milliardenvermögen aufgebaut. Ein kleines Beispiel, BMW, Sie kennen vielleicht die Namen Quandt oder Gladden. Das sind Damen, die haben Klunker an den Ohren hängen und hier überall. Die rühren keinen Finger und dann können Sie lesen, pro Jahr Hunderte von Millionen. Kriegen Sie für diese großartige Leistung. Ja, ich bitte Sie, wann werden die Menschen endlich wach und sagen, wir wollen den Ertrag unserer Arbeit selbst haben. Nur dann haben wir eine demokratische Gesellschaft. Denn durch diese Strukturen werden die Machtstrukturen aufgebaut. Als Demokrat könnte man ja sagen, ja gut, ist ja nicht so schlimm, dass durch dieses Nichtstun Milliardenvermögen entstehen. Aber das Milliardenvermögen ist die gesellschaftliche Macht. Das ist der Punkt. Sie haben ja in Europa gesehen, was die Regierung noch zu sagen haben. Die Regierung werden doch heute von der Finanzindustrie am Nasenring durch die Manege geführt. Sie taumeln von einem Rettungsschirm zum anderen. Sie haben das doch alle nur im Ohr. Früher hieß es, wir haben keine Millionen, keine Milliarde für Rentner. Wir haben keine Milliarde für die Schulden. Wir haben nicht die Möglichkeit, die Löhne zu verbessern. Alles ist kein Geld da. Nur wenn die Banken plötzlich in Schwierigkeiten sind, sind nicht Milliarden, nein, es sind Billionen, also Tausende von Milliarden da,
um diese Banken zu retten. Und dieser Zirkus muss endlich aufhören. Nur die Linke will, dass das aufhört. Und unsere Forderungen sind ganz einfach. Wir brauchen ein öffentlich-rechtliches Bankensystem. Wir brauchen kleine Banken, dezentral verstreut über ganze Länder. Ich sage es in einer einfachen Formel immer. Wir brauchen Sparkassen statt Spielbanken und Zockerbuden. Das ist die Formel. Und solange wir nicht diese Strukturen verändern, dass wir große Finanzhäuser haben, die praktisch alles bestimmen, solange brauchen wir doch über Demokratie nicht zu reden. Das sind alles Scheindiskussionen, die geführt werden. Demokratie, merken Sie sich bitte diese Formel, ist eine Gesellschaft, in der sich die Mehrheit durchsetzt, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Davon kann keine Rede mehr sein. Eine geringe Minderheit setzt sich durch. Aber da kann man nichts dran ändern, wenn man nicht die Machtfrage in der Gesellschaft stellt. Und die Machtfrage vermittelt sich über die Frage des Eigentums. Und über die Frage, wie entsteht Eigentum? Wie entsteht Milliardenvermögen? Und wir haben eben eine Ordnung, in der Milliardenvermögen durch Nichtstun entsteht. Im Grunde genommen könnte man sagen, die Macht entsteht dadurch, dass man praktisch keinen Finger krümmt. Das kann aber keine Demokratie, keine Volksherrschaft sein. Das ist die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.